zum Vorteil ist das, hä? Du lässt die Bestie auf mich los? Was für ein Held! Der Test an der Oktyabrskaya war erfolgreich. Das Virus tötet schnell und wird schnell inaktiv. Wenn wir genug davon bekommen, könnte die ganze Metro ausgelöscht werden. Aber zuerst müssen wir D6 einnehmen. Daher haben Sie, Genosse Morosow, nur eine Chance dafür. Der Orden hat gute Kämpfer, aber es sind zu wenige, um alle Zugangspunkte abzudecken. Unsere Späher haben einen schwach verteidigten Eingang gefunden durch den Kreml. Während Miller bei der Friedenskonferenz in der Polis ist, kann er seine Männer nicht befehligen. Ja, dann schlagen wir zu. Noch eine Woche, dann bricht ein neues Zeitalter an. Ich helfe. Warum, weiß ich nicht, aber ich habe es gelernt. Da. Ich hoffe, es war kein Fehler. Er bleibt trotzdem eine miese Ratte. Okay, ich brauche dringend Sauerstoff. Dringend, dringend, dringend. Ich muss in den Untergrund. Ist egal was. Oh, 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 oh. Wir müssen es rechtzeitig zur Polis und der Friedenskonferenz schaffen. Es wird keinen Frieden geben. Nur Krieg. Den letzten Krieg. Jetzt kenne ich die Antworten auf alle Fragen. Pavels Kopf stellte sich als wahre Schatzkammer heraus, was Korbuts finstere Pläne betrifft. Der Korbut. Ob ich da Erbarmen kennen würde, ich weiß es nicht. Das ist hier seltsam. Warte! Oh. Ich muss sehen. Was siehst du? Los! Hallo? Warum atmet er so schwer? Muss laufen! Hä? Ich hab doch gerade den Filter... Dein Filter war aufgebraucht, ich hab den gerade gewechselt. Mein Filter war nicht aufgebraucht, ich hab ihn gerade noch gewechselt. Hoffe ich. Oder habe ich was falsch gemacht? Habe ich den Filter nicht gewechselt? Ich könnte schwören, ich hab den Filter gewechselt. Ich wechsle immer den Filter. Ich bin ein Filterwechsler. Auch bei der Kaffeemaschine kennt man mich als den Filterwechsler. Ich muss sehen. So, 5 Minuten. Komisch. So, ich brauche jetzt auch unbedingt alle Filter, die ich kriegen kann. Elf Minuten haben wir jetzt wieder, Gott sei Dank.
Ach, Sumpf, ich hasse Sumpf. Sorry. Ich wollte die Filter. Das ist vor allen Dingen wieder so ein großer, ne? Ja, bloß nicht. Jetzt schneller. Alter, hier sind ja überall Viecher. Und Filter. Ich versuche auf jeden Fall mal nicht die Viecher zu töten. Aua! Ah. Was war das? Ach, aua! Das sind irgendwelche Pflanzen von der Decke, glaube ich. Da, diese schlingelnden Schlängler. So, ich glaube, ich muss durchs Flussbett. Ich bin mir aber nicht sicher. Ah, Filter, Filter, Filter. Da wechsle ich auch gleich mal vor Freude. Ach. Natürlich, die ganze Leichenfäule an dem Ding ist ja egal. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich will es auch nicht rausfinden, ehrlich gesagt. Irgendwas ist hier sehr groß. Ich flüchte mit euch. Ich will nicht kämpfen. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Hau ab! Hau ab! Uah, nein, 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 lass mich! Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich weiß nur nicht, wo ich sonst lang soll. Da lang? Aber hier ist doch ein rotes Fähnchen. Ich muss doch irgendwie hier... Ich glaube, die sind nicht so erfreut darüber, dass ich hier bin. Aber wo soll ich denn hier lang? Da geht's da durch? Da geht's lang. Ah. Leningrad. Kiew. Was? Minsk. Was? Stalingrad. Sevastopol. Lies doch selbst. Ach, durch den Dreck. Ach du Scheiße. Mutierte Bären, glaube ich. Und die Bärenmutti ist natürlich imposant. Ah.
Papka! Der Garten. Jetzt weiß ich alles. Das Bild ist vollständig. Alles, was ich bislang gesehen hatte, war nur Vorbereitung. Der richtige Schlag würde im allerletzten Moment geführt werden, wenn niemand mehr es erwarten würde. Korbut prahlte damit, dass er die gesamte Metro einnehmen würde, ohne Blut zu vergießen. Er könnte es tatsächlich. Das letzte Blut, was er vergießen müsste, wäre das Blut der Ordenskämpfer, die D6 beschützen. Meine Ordensbrüder. Die Roten wollen einen Überraschungsangriff starten. Und zwar genau in dem Moment, in dem Mosquin das Friedensabkommen mit Miller und den anderen unterzeichnen wird. Haben wir jetzt schon mitbekommen eigentlich? Boah, für 30 Minuten haben wir jetzt Luft. Ich glaube, Smolensk. Ich glaube, das wird aber trotzdem bestimmt an irgendeiner Stelle knapp werden. Alter, wie krass es hier einfach aussieht. Da hinten ist unser Freund. Und ich habe das Gefühl, wir betreten die Arena des Todes hier. Ich will den Bären aber natürlich auch nicht töten. Der hat ja seine Kinder verteidigt auch. Sie beschützt ihre Kinder. Pass auf! Huah! Ah, huah! Ich will nicht! Na, ausgerechnet jetzt! Bist du bescheuert? Geh weg, geh weg, geh weg! Da, ich komm nicht durch! Und wer beschützt mich? Wer beschützt mich? Wo ist meine Bärenmutter? Hilfe, 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 Hilfe. Da geht's durch. Nein, doch nicht. Wo ist das Viech? Wo ist das Viech? Bestimmt hinter mir. Ich dreh mich nicht um. Ich dreh mich nicht um. Ich dreh mich nicht um. Ja, aber ich tu den Kindern doch nichts. Das muss sie doch wissen. Ich sehe doch vertrauenswürdig aus. Au! Wieso geht's denn hier nirgends durch? Wieso ist denn hier kein Eingang? Wieso ist denn das eine Arena? Ich will doch dem Bären nichts tun. Ich laufe jetzt nicht aus Feigheit weg, sondern weil ich dem Bären nichts tun will. Sie beschützt ihren Rücken. Ist dort verletzlich. Na super! Scheiße, scheiße. Hier kommt man nur sehr schwer voran. Boah, Alter. Wieso lädt... Alter, wieso schießt denn das nicht mehr? Da sind doch noch 5 Schuss drin. Scheiße. Hat sie mir eine mitgegeben. Zu Recht aber, weil ich sie ja bedrohe. Geh weg! Ich bin nicht böse! Ich bin lieb! Ich bin lieber Kerl! Wir sollten Kaffee trinken! Trinken wir Kaffee mit Smetanka! Oh Gott! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich tu dir nichts! Du tust mir nichts! Alter! Bitte tu mir nichts, ich bin lieb. Nix geht über Bärenmarke, Bärenmarke Qualität. Au. Au. Na, no sto. Verdammt, ich komme nicht bei der anderen Rücken ran. Es
ist wie so ein Katz-und-Maus-Spiel hier. Lad schneller! Ich war das nicht! Jodel, 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 jodel. Scheiße, ich hab da kaum noch Schuss drauf. Und das Ding hier schießt irgendwie nicht. Au! Kacke, 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 kacke im Quadrat. Kacke im Quadrat, Kacke im Quadrat. Ich hoffe, ich habe noch Luft einigermaßen. Hilfe, 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 geh weg! Du furchtbare Bärenmama, du bist eine furchtbare Bärenmama. Deine Kinder sind doof und hässlich. Nein, deine Kinder sind super. Aua, aua, aua. Hua! Wow, 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 da gegeben hat sie mir gerade, gegeben. Von den Viechern kommen wohl keine mehr, wa? Huah! Alter, ich war gerade im Bären. Ich will nicht in der Bärenmama sein. Das ist unethisch. Oh mein, ach scheiße, meine Maske geht langsam kaputt. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Immer wenn ich mich umdrehe, kriege ich eine gescheuert. Das darf doch nicht wahr sein. Und wenn meine Maske kaputt ist, ist auch alles vorbei. Wenn der Sauerstoff weg ist, ist auch alles vorbei. Und vor allem das kleine Ding, weißt du, unser kleiner Freund, sagt mir noch, die beschützt ihre Kinder, ihr Rücken ist verletzlich. Weißt du, hier ist es richtig, die Mutter zu töten, aber beim Drachen ist es falsch, oder was? Alter. Was war denn jetzt? Ich glaube, ich werde ja so verrecken. Alter. Wie lange hält der Filter? Eine halbe Stunde? Naja, dann ist ja alles tutti, weil so lange werden wir auch brauchen. Aua! Mist, hätte ich gerade was mitnehmen können. Ich weiß aber nicht, was. Alter, was soll ich denn machen? Die dicke Mutti. Wie soll ich die dicke Mutti denn wegbashen? Lauf! Ja, ja, kommt mir zu Hilfe. Ihr kleinen Scheißerle. Ja, 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 du bist tot, du bist tot, du bist tot! Du bist nicht tot! Doch, nee. Ja, nein, doch. Boah, Alter. So, wen durfte ich denn hier abernten? Hier lag irgendwie Muni. Alter.